Okay, ich gebe euch jetzt die Seite frei und das Spiel, die dabei waren, kennen das schon, aber die neu sind, das Spiel schaut so aus. Ich blende euch jetzt eine Webseite ein und ihr müsst innerhalb von 2 Sekunden euch mitteilen, dass ihr sagt, was erkenne ich jetzt auf dieser Startseite? Wenn man nach 2 Sekunden erkennt, das ist das und das, das ist einmal das Wichtigste, dass die Webseitenbesucher sagen, da bin ich jetzt richtig. Und jetzt blende ich euch die Seite ein und ihr könnt schon loslegen. Also es dauert deutlich länger als 2 Sekunden. Hätten wir schon was sagen sollen, Oliver? Ja. Ja, Also also für was? mich klar. Ich Hey, fange einmal stopp. an. Für mich klar, dieses Bild, also ein Vollbild ohne Text mit einem coolen Logo eigentlich oben, stellt für mich Restaurant, Gasthof dar. Also in erster Linie ein Gebäude. Ja, okay. Aber kein Angebot, gibt es da was zum Essen? Was? Also. Also man sieht nicht, gibt es da was zum Essen, gibt es da was zum Wohnen, haben die überhaupt offen? Ja, genau. Also Also man nur ein sieht, Bild ist zu wenig. ja, also man sieht ein Bild mit einem Gebäude und im Hintergrund sieht man Berge. Genau. Ja, also gutes Feedback. Ich mache jetzt nur da die Fenster zu. Schauen wir mal ein bisschen weiter runter. Also wenn man runter scrollt. Das machen aber die meisten nicht. Also das heißt, wenn jetzt Besucher auf der Startseite landen und das schaut dann so aus und er sagt, na, ich kenne mich da nicht aus, ich gehe sofort zum nächsten Suchergebnis. Also die wenigsten scrollen runter und wollen wirklich wie ein Detektiv herausfinden, worum es da geht. Also jetzt schauen wir mal, was sehen wir jetzt da? Das Restaurant selber. Also Leer. ein Bild von einem leeren Raum, ja, keine Menschen. Ja. Schauen wir mal auf den Text. Bisschen zu viel Text, gell? Also das heißt, es ist so viel Text, dass man sagt, das überfliegt man schon, weil es einfach zu viel ist, oder? Lest nicht durch, genau. Na, Ja. ja, lest man jetzt einmal bewusst durch den Test und gibt den Text und gibt dann Feedback. Also, da geht eigentlich gar nicht so heraus, dass das auch ein Hotel ist, weil da steht ja dann zum Schluss, der Aufenthalt unvergesslich gestaltet wird. Der erste Impuls ist, dass es da nur was zum Essen gibt und nichts zum Übernachten. Ja, Oder Also, gibt es wenigstens zum na, Übernachten? es gibt was zum Übernachten. Ja. Aha. Ja. Also jetzt gehen wir noch weiter runter. Also hier noch einmal. Es ist viel willkommen. Also wir haben schon zweimal willkommen, oder? Dreimal, dreimal. Dreimal schon? Ja, zweimal im Grünen und Ah jetzt ja, unten genau. wieder willkommen. Und da Es wieder ist willkommen. willkommen. Stimmt. Gut aufgepasst, Monika, ja. Also wir sind schon da, ja. Willkommen. Machen viele Webseitenbetreiber einen Fehler. Die schreiben da herzlich willkommen bei und Co. Im Grunde interessiert das kaum Menschen. Das kann eine Höflichkeitsform sein, das kommt auch ein bisschen auf die Branche drauf an. Aber. Ja, aber jetzt eben, mir ist jetzt nur auffallen, dass dreimal jetzt schon so quasi hintereinander dieses Willkommen ist ein bisschen viel. Ja. Das Wichtigste, die guten Gerichte, die besondere Küche werden Klein. kleiner dargestellt und Ja. nicht Also du meinst jetzt diese unbedingt Fotos da. attraktiv. Ja. Ja. Und die Fotos nicht attraktiv, sondern man sieht einen Genau. großen Tisch, irgendwo ein kleines Gericht, oder? Ja, genau. Da gluscht es mich nicht, dorthin zu Ja. gehen, um das e zu essen zu wollen. Ja. Und jetzt fällt es Das mir könnte man da auf, besser schaut her mal. aufnehmen, der Elefant Da ist im. ein Gericht, da ist ein Gericht und in der Mitte vom Foto ist die Servietten. Ja, das Ja. Unwichtigste ist im Fokus. Ja.
Und es wirkt ja ein bisschen altbacken, die Website, oder? Ja. Habe ich das Gefühl, Ja, also in die Jahre gekommen. das ist klar. Und ich habe noch so das Gefühl, für meinen Geschmack sind die Bilder auch zu dunkel. Da geht es ja um was Ja. Schönes, um Essen, oder? Ja, ich hätte auch gesagt, das sind ein bisschen dunkel und irgendwie, na, das kann man besser darstellen, viel besser. Ja, und schaut Also auch einmal. die Perspektive finde ich immer ein Also, bisschen komisch. ja, und jetzt sind wir auf der Webseite bei einem Desktop, also Ja, und und da diese so viel viele, Platz und da so ja, viel Platz. genau, Ja. links und rechts, also es ist ganz viel leerer Platz und für das der Text nach und relativ klein wieder geschrieben, Ja. in der Mitte zusammengepresst. Ich möchte noch mal ergänzen, was auch am Anfang, glaube ich, von dem Josef gesagt wurde. Das fällt mir bei dem Terrassenbild unten nämlich auch noch mal auf und auch hier gerade in dem Bild. Bilder mit Leuten, die das tatsächlich Ja, genießen, wäre auch schön. Also das ist leer. die Also, glücklich das Essen genießen oder ja. das Übernachten dort. Also, dass man mehr Emotion hat, oder? Also, Essen, gut essen ist ja was sehr Emotionales, ja. Ja. Also, das sehe Weil ich man auch sieht so. weder vom Personal was, vom Team irgendwen, noch Gäste. Also es ist Schauen wir ohne. mal ins Menü rein. Schauen wir mal, was sich da verbirgt. Ich gehe jetzt da ins Menü. Kontakt, unsere Ferienwohnungen, Anfragen, Buchen. Ja, also vom Team sieht man gar nichts. Und das ist ein ganzer eingesessener Familienbetrieb mit mehr, glaube ich, dritte Generation ist jetzt, ja, also da sieht man gar nichts. Und das finde ich ist ja das Wesentliche, meiner Meinung nach. Doch Ferienwohnungen. Ja, da kann man übernachten dort, ja. Übernachten, ja. Das Dannheimer Tal, das ist wunderschön. Also das ist nicht so überlaufen touristisch. Also das ist wirklich, da kann man noch in aller Ruhe Urlaub machen. Ja, also. Also, Oliver, wenn ich da Feedback geben darf zu einer kulinarischen oder Hotelseite, das ist immer mit, da gehört das leider mit Emotionen, mit persönlichen Porträts der Familie, dass man das Gefühl hat als Betrachter, man will da hin, die sind sympathisch. Da Genau. gibt es tolle Gerichte, da gibt es eine ausgefallene Küche aus, weiß ich nicht, von der Jungfrau gepflückten Zwetschgenknödel, weißt du, was ich meine? Also übertrieben jetzt gesagt, ja. Da will ich spüren, das Gefühl haben, da möchte ich hin, das ist einladend. Und diese Seite ist es bei Weitem nicht, ja. Ja, Also ich Und mag das auch hier diesen technisch noch. ganzen Beton hier auch nicht auf diesem Bild. Also ich finde Da. der Ausschnitt ist einfach auch nicht schön. Ja, also man hätte vielleicht höher gehen können, dass man mehr von der Landschaft sieht, oder? Ja, zum Beispiel. Und da danach genau die zwei vorne direkt vorm Haus. Also es ist wirklich nicht optimal. Ja, und jetzt, weil ihr da von Emotion auch gesprochen habt, das fällt mir jetzt auf, schaut einmal, da dieser Reiter rechts ist schwarz. Welche Emotion habt ihr, wenn ihr schwarz seht? Nicht positiv. Also vorab sollten Sie sich definitiv eine andere aussuchen, Also das passt weil einfach es ist nicht zu sehr, einem Restaurant, das ja. alles ist sehr steril. Eben die ganzen Fotos, der ganze Aufbau, weil keine Menschen zu sehen sind. Weder Ja. ist noch Gäste. Auch da jetzt wieder das Bild ganz am Anfang. Es ist keine Person, nichts. Es ist kein Leben irgendwo drinnen. Ja, und jetzt, Monika, du hast das jetzt auf den Punkt gebracht. Das ist ein Kunde von mir, ja. Das Gegenteil ist der Fall. Dort herrscht Stimmung. Das Restaurant ist immer knackevoll, weil die so gut kochen. Jeder kennt das Restaurant. Also, da herrscht Stimmung. Also, die Senior-Chefin, das ist so also eine richtige Stimmungskanone. Und die Junior-Chefin in der Küche, der hat so richtig Pep im Hintern. Also, die gibt Vollgas. Und die ganze Familie arbeitet dort. Und das sieht man halt da nicht, gell? Spiegelt null. Ich Ja. habe Was du aber, mir ist aber erzählst. gerade ein sehr, sehr schönes Detail aufgefallen. Kannst du Ja, mal nach gerne. oben gehen? Das bitte beibehalten, weil ist also symmetrisch so fürs Auge, so für die Ästhetik. Ganz, ganz oben, ganz hoch. Dieses Logo da oben, ne? Schuster und die Silhouette von den Bergen, die passt super, wenn man direkt runter geht, in die Landschaft rein. Ah ja, sehe schon, Ja, ja. das ist mir sofort, also so von der Ästhetik her. Also das bitte behalten, das finde ich super.
Generell ein schönes Logo, finde ich. Ja. Ja, also passt zu Passend. Ihnen. Ja, Das Logo Einzige, passt. also wenn wir jetzt beim Logo sind und jetzt geht es wieder wirklich um das Design. Ich bin der Meinung, dieses Landgasthof, diese Technikerschrift passt nicht zu dem. Also Schuster, das finde ich, ist gelungen, geschwungen und sagt, okay, wir sind am Land und wir sind ein Restaurant, das also Tiroler gute Küche kocht, und da passt irgendwie das noch nicht ganz zusammen. Das ist jetzt meine Meinung. Aber das sind so Details. Wichtiger ist, dass man sagt, man bringt mehr Leben in diese Seite hinein, oder? Ja, absolut. Naja, ich glaube, da kommt auch ein bisschen dieses Traditionelle raus, dass man sagt, das ist halt so ein Familienbetrieb. Es läuft wahrscheinlich über Mundpropaganda, die haben das gar nicht so notwendig. Na, also sie wollen schon da deutlich aktiver werden, weil sonst hätten sie da jetzt nicht angemeldet zu diesem. Ah, schau, da sieht man die Familie. Ja. Ganz unten, ganz weit unten. Ja, lauter Ja, und doch kommen entzückende sie Leute. eigentlich total sympathisch rüber. Ja, gell? Lachen. Fröhlich. Ja, das ist da die Stimmungskanone im Haus, und das ist die Junior-Chefin, die die ganze Küche managt. Also das ist ein ganz, ganz fleißige Leute, ja. Ja, und dieses Dunkle, das passt meiner Meinung nach gar nicht zum Restaurant. Seit wann gibt es diese Website? Das war nur interessant. Ah, das weiß ich leider nicht. Das ist ja immer sehr wertvoll, wenn ihr da euer Feedback gebt. Ja, ich glaube, dass du da als Werbefotograf eh so, dass das der erste Schritt ist, weil man halt schon merkt, dass das vielleicht so selbstgemachte Fotos sind, gell? Naja, also sie hat mich ja in der Zwischenzeit ja schon beauftragt, dass im Herbst, wenn es dann ruhiger wird, dass man mal die Personen fotografieren. Und ich sehe, man hat jetzt da bei die Fenster eine Landschaft hineingebastelt, weil früher waren da die Fenster schwarz. Das sehe ich auch gerade, diese Änderung. Ja, also es tut sie eh schon was. Und früher sind da zwar Autos gestanden. Ja, also sie arbeitet eh Stück für Stück dran, aber sie hat jetzt Hochsaison und das ist ja jetzt auch nicht so einfach da. Ja, aber ich glaube, mit eurem Feedback, da kann sie schon wieder sehr viel umsetzen. Und wenn dann einmal im Herbst dann ein paar Menschenbilder, die ich gemacht habe, zu sehen sind, dann wertet das die Seite sicher wieder mehr auf. Vielleicht nur zur Webseite, Oliver. Also als Tipp für Sie, eine Homepage oder eine Webseite selber zu basteln, ist das eine, gell? Genau. Also, wenn ich ein Restaurant hätte und so ein Shop, sage ich, eine Webseite programmiert, dann würde ich mir überlegen, will ich eine Online-Reservierung für Kunden, dass du an dem Tag für drei Leute buchen kannst? Will ich gewisse Modernisierungen auch reinbringen, die ein Geschäft, einen Abschluss zu etwas bringen? Und da geht es dann schon ins Eingemachte. Da brauchst du dann Apps, Anbindungen, Schnittstellen, Programme. Also du wirst um einen Profi nicht herumkommen. Also ich habe viel Geld ausgegeben für die zwei Jobs, für Coding, für Anpassung, für spezielle Kundensuchbedürfnisse, um zum Ziel zu kommen. Also ganz so vor der Stangen wird es nicht gehen, wenn man einen Anspruch hat, ja, Wir das Talia. selber besser wollten werden, wenn wir den Ehrgeiz gehabt haben und dann haben wir uns halt hineingekniet in diese Materie. Ja, genau. Und Ja. das ist nur ein blutiger Weg teilweise, ja. Also wir haben jetzt zwei Online-Shops, die machen, ich glaube, ungefähr heuer werden wir bei 200.000 Euro Umsatz landen mit zwei Online-Shops, wo man Produkte verkauft, spezielle. Das musst du mal hinbringen, dass von null weg vom Küchentisch mit selber Shop bauen, überhaupt einmal so einigkimmst. Und da geht es viel mehr um Marketing, um strategische Dinge, als wie der Shop selber funktioniert. Ja, der ist auch Ja. wichtig, aber das Drumherum ist Aber meistens wichtiger. Josef, Ja. jetzt hast du es wieder auf den Punkt gebracht. Es geht um diese drei Brüder. Permanent. Genau. Permanent geht es um diese drei Brüder. Die Und der Webseite, es Schwerste ist ist. der Erste. Ja. Ja. Genau. Wie bringe ich einen Traffic drauf? Das ist der Ja. schwerste Punkt, wenn du mich fragst. Wobei Ja. die Schafe, gell, ihr habt so diese Schafe, diese Schafe. Schafhocker, ja. Die sehe ich überall beim Gehmacher. In Ja. Spiel war ich jetzt mal, habe ich es auch entdeckt. Also
die kommen mir überall unter. Jetzt, weil du sensibilisiert bist, weil du das einmal gesehen hast, dass es gibt. Stimmt, ja. Aber siehst, Josef, da hat sich die Sendung schon wieder ausgezahlt. Hast schon wieder einen neuen Interessenten gewonnen, ja. Ja. Ja, also das Ganze, die drei Brüder, da hast recht, Oliver, die sind extrem wichtig. Das muss harmonieren, ja. Also es Also geht nur in der Kombination. Also wenn man eines sagt, alleine bitte, reicht nie. ja, bitte machen wir mal Genau. Webseiten, weil ich kriege keine Ergebnisse, sage ich, ja, wird nichts nutzen. Die drei müssen wir angehen. Wir haben eine Conversion Rate bei den Shops bei 4,34% diesen Monat, weil ich gerade geschaut habe, gell? Also Ja. von 100 Besuchern kaufen 4,34 Leute ein Aber da siehst, Produkt. da kommen die 3% gut hin. Und der Schnitt in Europa ist eigentlich 2,5, sagt man. Online-Shops sind so mit Ja. 2,5 bewertet. Also du brauchst 25 Besucher, dass du einen Abschluss machst. Weißt du, was ich meine? Ja. Und ständig neue Besucher, nicht die gleichen. Neue. Genau. Ja. Du möchtest ja, weiß ich nicht, 500.000 Euro am Tag Umsatz machen, mit so, dass das auch lukrativ wird, das Ganze. Gell?